Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute ist Weihnachten und heute kommt noch ein Video raus. Tja. Ich habe mich da selber reingeritten. Egal, Leute, wir verbessern heute unsere neu entwickelte Rakete, die Atlantis 5 hier, mit einer Nutzlastkapazität von 100 Tonnen. Und ich würde mal anfangen, einfach so zu machen. Und vielleicht einfach nur die Hälfte zu nehmen. Wir hatten nämlich in der letzten Folge noch hier 11% überschüssigen Treibstoff. Das heißt, diese 11% überschüssigen Treibstoff können wir hier in der Erststufe einsparen und damit Profit machen. Wir können schneller abheben und verbrauchen noch weniger Treibstoff. Das heißt, wenn es irgendwann mal einen Karrieremodus geben würde oder geben wird, dass ich dann gut vorbereitet bin mit den Raketen, die ich hier mache. Und ja, da bereite ich mich halt drauf vor, bereite ich auch euch drauf vor. Und jetzt müssen wir das hier alles noch dran schieben. Moment. So, jetzt müssen wir alle RCS-Düsen markieren. Und Klick einmal nach oben bringen. Ich würde sogar sagen, wir können einen von diesen RCS-Düsen einsparen. So, ich glaube, das könnte klappen. Jetzt stellt sich natürlich ein Problem. In der letzten Folge haben wir es locker geschafft, deshalb war es da noch kein Problem. Aber jetzt kommt das Problem, dass wir vielleicht mit der ersten Stufe gar nicht in den Weltraum kommen. Und das ist in diesem Fall sogar noch wichtiger, als dass hier nur 11% Treibstoff drin sind. Weil wenn wir mit dieser Stufe nicht in den Weltraum kommen, haben wir nicht genügend Zeit, das Ding zu landen und gleichzeitig die Zweitstufe in einen Erdorbit zu bringen. Deshalb brauchen wir Weltraum. Wir brauchen einfach Weltraum. Wir brauchen Leere, wir brauchen Vakuum, wir brauchen nichts, wir brauchen Höhe, mitunter auch Zeit. Deshalb werde ich jetzt erstmal gucken. Wir haben hier einfach nur den Tank halbiert. Und dann fliegen wir los und testen es aus. So, wieder hier die Landebeine einfahren, ausfahren. Die Triebwerke an. Schub auf 100 und dann starten wir. Wie immer warten bis 10 Grad. Ah, da ist... Und hier ist der gescheiterte Versuch von gestern. Und wir können schon anfangen zu drehen. Hier ist auch noch... Ja, das ist auch noch von gestern. Das habe ich noch nicht gelöscht. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, aber ist ja jetzt egal. So, was hatten wir gestern festgelegt? Ich glaube 35 Grad. Dann setzen wir uns das auch als Maximum und drehen uns nicht weiter. Ah, komm. So. Wir haben auch noch Treibstoff, genügend. 20% noch. Dann müssen wir die Raketentriebwerke abschalten. Okay, das wird tatsächlich ein bisschen knapp. 3, 2, 1, Stopp. Ja, das ist doof. Wir kommen nicht mehr in den Weltraum. Wir haben nicht mehr genügend Höhe. Ich glaube, wir müssen 30 Grad als nächstes nehmen. Also zurück zum Start. Oder wir müssen wieder mehr Treibstoff hinzufügen, was ich nicht will. Deshalb versuche ich es erstmal mit weniger Drehung, was das Ganze wieder ineffizienter macht. Aber ich hoffe, es klappt trotzdem.
So, wir beginnen mit der Drehung. Wir haben 20 Grad erreicht. Steuern jetzt aufs Maximum zu. 30. Sogar ein bisschen drüber. 30, wir haben 30 Grad erreicht, unser Maximum, haben immer noch eine Menge Treibstoff, 20% können wir noch davon verwenden. Ja, es wird wieder knapp, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ja, das hat gereicht für den Weltraum. Jetzt müssen wir wieder nach oben zur Oberstufe. Und jetzt müssen wir weiterfliegen. Gleich nach rechts drehen. Nicht zu schnell, aber auf jeden Fall zügig. So, jetzt sind wir fast waagerecht. Ich könnte sogar noch ein bisschen mehr eindrehen. Einfach damit wir der Apoapsis näher kommen. Gleich muss ich auch zurückwechseln zur ersten Stufe. Und zwar jetzt. RCS-Düsen an, äußere Triebwerke aus. Umdrehen. Komm schon, umdrehen. Es werden nur 2 von 3 RCS-Düsen benutzt, das ist nicht so toll. Da müssen wir nochmal gucken. Vielleicht können wir auch einfach nur 2 benutzen. Vielleicht klappt das. Die Zweitstufe nähert sich dem höchsten Punkt. Und wir sind fast vertikal. Noch einen kleinen Moment. Moment. Stopp. Zurückwechseln und gegendrehen. Nutzlastverkleidung öffnen und wieder Schub auf 100. Und jetzt fliegen wir weiter. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, bis wir mit dem Ding landen. Und hier müssen wir noch eine ganze Weile Gas geben. Das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, dass es knapp werden könnte. Jetzt, weil wir im Weltraum waren, weil wir diese Höhe hatten, haben wir auch noch mehr Zeit, also solange die Rakete fällt, diese Rakete hier weiterzubringen, damit sie auch noch in einen Erdorbit kommt. So, die Apoapsis ist wieder sichtbar. Jetzt gehe ich wieder ganz nach vorne. Okay, die Rakete stürzt gleich ab. Stopp. Oh Gott, das war viel zu spät. Das war viel zu spät. Ich muss die Rakete zündern. Ah, Hilfe. Oh Gott, das ist grausam. Ja, war nix. War nix. Neustart. Wir brauchen einen Neustart. Ich habe zu lange gewartet. Ich hätte nicht so lange warten dürfen. Nochmal. Diesmal versuche ich gleich am Anfang zu drehen. Vielleicht klappt das ja besser. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. So, 30 Grad haben wir jetzt schon erreicht. Maximum. Wieder ein Stück zurückdrehen. So, neuer Versuch. Neues Glück. Landebahn rein. Triebwerke an. Und da sind wir. Auf dem Weg zum Erdorbit.
mit 100 Tonnen Treibstoff. Noch kurz warten. Und da beginnen wir unsere Drehung. Grad erreicht, 20 Grad erreicht und 30 Grad. Ja, noch 20% Treibstoff. Ich hoffe, dass wir es schaffen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Stopp. Jetzt beginnen wir unsere letzte Drehung. So, jetzt sind wir horizontal. Ich hoffe, dass alles klappt. Ich will die Idee nämlich nicht verwerfen. Ja, da fliegen wir weiter. Und ich habe nicht mehr groß was zu sagen. Außer hier die Nutzlastverkleidung schon zu entfernen. Ist einfach ein bisschen Gewichtverlust. So, jetzt wechseln wir hier hin. Drehen, schnell drehen, ganz schnell drehen. Drehen, 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 drehen. Zündung. Und dann müssen wir uns auch ein bisschen wieder zurückdrehen. Die zweite Stufe erreicht jetzt gerade den höchsten Punkt. Und wir müssen noch ein bisschen weiter Gas geben. Und Stopp. Bisschen zurückdrehen. Kann ja nicht schaden. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen hochdrehen. Ich hoffe, jetzt haben wir nicht mehr so große Schwankungen. Die haben mich das letzte Mal die Rakete gekostet. So, wir sind schon gut unterwegs. Wir brauchen noch 400 Meter pro Sekunde. Jetzt brauchen wir nur noch 300. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Jetzt brauchen wir nur noch 200. Jetzt wechseln wir zurück. Landebeine raus. Und diesmal zünde ich vielleicht auch ein bisschen früher. So, 3, 2, 1, 0. Ich habe 100 Meter früher gezündet. Mal sehen, was das bringt. Wir sind noch ziemlich schnell, bitte. Komm schon. Ja, wir werden langsamer. Wir sind unter der Zerstörungsgrenze. Jetzt müssen wir nur noch landen. Geschafft. Wir sind gelandet. Schnell zurück. Und den letzten Rest rausholen, den wir noch brauchen. Wir haben den niedrigen Orbit erreicht. Noch 13%. Juhu, wir haben es geschafft. Hier haben wir auch noch 1,7%. Sehr schön. Das heißt, die Rakete kann doch was leisten. Und diese 3%, die interessieren mich jetzt auch nicht mehr groß. Ich meine, wir haben wie viel Prozent gespart? 8. 8% Treibstoff und von der großen Rakete waren es dann halt 60 Tonnen.
Wir haben 60 Tonnen Treibstoff eingespart, dadurch, dass wir ja einfach effizienter geflogen sind und so weiter. Jetzt müssen wir nur noch die zweite Stufe landen, um das Projekt willkommen zu heißen. Atlantis 5 und Atlantis 5 V2. Ich werde wahrscheinlich nach der Folge noch weiter testen. Aber ich glaube, das ist das Endprodukt. Die Atlantis 5 V2. Und diese Zeitstufe hier, die habe ich auch tausendmal schon gelandet. Das heißt, das wird kein Problem sein. Vor allem jetzt noch mit 10% Treibstoff übrig. So, machen wir mal den Schub auf 55%. Und cheaten ein bisschen. So, die Rakete wackelt ein bisschen, aber das sollten wir hinkriegen. Wir haben noch eine recht hohe horizontale Geschwindigkeit, aber die wird immer kleiner. So als würde man Fett mit einer Pfanne braten. Kurze Zeit später ist alles weg, wenn man es so lange drauf lässt. Na egal. Ja, wir haben es endlich geschafft. Eigentlich, jetzt muss nur noch die Landung hier erfolgreich sein. Wir können schon mal die RCS-Düsen anmachen. So, dann machen wir auch noch die Düse an. Landebeine raus. Dann gucken wir uns an, wie wir landen. Wow, eine Landung wie aus dem Bilderbuch. Das war sehr schön. Wir haben auch noch fast 5% übrig. Also mit der zweiten Stufe kann ich sehr leicht landen. Und hier haben wir die erste Stufe, ist auch gelandet. Ja, das war ein Fail noch von vorher. Das war unser erster Versuch mit der eigentlichen Atlantis 5. Ja, das ist auch unsere erste Zweitstufe, die wir in den Orbit gebracht haben. Das ist meine Testversion der Mikroraumstation. Ich habe die ja auch mal gebaut. Das ist eins, was ich zwischen den Folgen gemacht habe. Da habe ich ein bisschen geübt. Und hier haben wir die 100 Tonnen von der Rakete, die wir jetzt geschickt haben. Also, da haben wir sie, die Atlantis 5.2. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Ah. Mist. Wieder ist ein Landebein kaputt. Nein. Wow.